Ja, herzlich willkommen wieder in die Runde. Ein neues Format beim Lesezeichen. Und dann sind wir dann jetzt gespannt, mit Ihnen gemeinsam mal das auszuprobieren. Wir wollen in dieser Reihe unterschiedliche Werke, Bücher vorstellen und gemeinsam mit Ihnen diese diskutieren. Und da haben wir was ganz Besonderes uns überlegt heute. Natürlich fangen wir wieder chronologisch an mit Judentum. Und da ist das Wesen des Judentums von Leo Beck ein ganz wichtiges Werk und eine ganz bereichernde Literatur, die wir heute vorgestellt bekommen, zum einen von Rabbiner Andreas Nachammer. Und zugleich dürfen wir dann auch darüber gemeinsam reden. Herzlichen Dank für diese Gelegenheit. Und ja, Pfarrer Gregor Hoberg, ich, Kadir Sanje, Imam Kadir Sanje und Rabbi Andreas Nachammer sind heute gerne mit Ihnen zusammen und reden darüber. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Bevor ich auf das Buch und auf Leo Beck zu sprechen komme, will ich sozusagen versuchen, dieses Genre, diese Art von Bücher zu erklären. Also seit dem 19. Jahrhundert sind Rabbiner immer wieder bemüht gewesen für ein neues Publikum. Also ein neues Publikum heißt am Ende für jüdische Gemeinden, die sagen wir, in einer sich zunehmend säkularer und öffnenden Gesellschaft lebten, sozusagen Bücher zu verfassen, die ja eben das Wesen des Judentums versucht haben, auf den Punkt zu bringen. Und da gab es Samson Raphael Hirsch im 19. Jahrhundert, der sein Buch, das sozusagen der eigentliche Vorgänger dieses Buches hier von Leo Beck, Versuche über Israels Pflichten in der Zerstreuung, also in der Diaspora, geschrieben hat und es überschrieben hat mit dem hebräischen Wort Horef. Horef ist ein Synonym für Sinai. Also man steht sozusagen mit diesem Buch wieder am Berg Sinai und empfängt sozusagen die Gebote oder die Inhalte des Judentums. Und das Interessante an diesen Büchern ist, die wurden eben notwendig, weil sozusagen die jüdische Elementarschule ausgedient hatte und die Jüdinnen und Juden in die Schulen gegangen sind, in aller Regel in die öffentlichen Schulen gegangen sind. Und da war sozusagen Judentumskunde oder Religionsunterricht jedenfalls für Juden nicht vorgesehen. Und das, was man heute in Amerika Sunday School nennt oder was Sunday School nennt oder was so dahinter lag und sich dann daraus auch entwickelt hat, das gab es noch nicht in dem Umfang, wie es das vielleicht heute gibt. Und so war sozusagen diese Situation entstanden. Dass aber dieses Buch, das Wesen des Judentums, entstehen würde oder entstehen konnte, hat ganz unmittelbar mit unserem nächsten Termin, nämlich mit Harnacks Wesen des Christentums zu tun. Das war das Buch, was erschienen war und das Leo Beck sozusagen motiviert hat, dann dagegen, eigentlich als Polemik dagegen, das Wesen des Judentums zu setzen. Man muss aber dann dazu sagen, es gibt kurz vor dem Tod von Beck, also er ist 1956 gestorben, ein Interview mit ihm und dann in diesem Interview, ja, es war wahrscheinlich so, er hat gespürt, dass er nicht mehr sehr lange zu leben hat, also er blickt auf sein Leben auch als Autor zurück, er hat zahlreiche Bücher geschrieben und sagt dann in diesem Interview, alle seine Werke könnten eigentlich als das Wesen des Judentums übertitelt werden. Also er hat, die anderen Bücher sind sozusagen Ergänzungen zu dem, was er da geschrieben hat. Vielleicht soll ich mal am Anfang anfangen, ihn selber vorzustellen, also Leo Beck vorzustellen. Leo Beck
ist geboren, ja, 1873 in Lissa. Lissa, das ist in der Provinz Posen, also gehört das zu Preußen. Und wie ich eben schon sagte, 1956 in London gestorben. Und das ist so, seine Frau, die ist schon Anfang der 30er Jahre eines natürlichen Todes gestorben. Die ist hier auf dem großen jüdischen Friedhof in Weißensee beerdigt. Und an sich war das ein Doppelgrab, wo er auch mal beerdigt sein sollte. Und auf der zweiten Hälfte dieses Grabsteins steht eben drauf, dass Leo Beck in London beerdigt ist. Und an der Stelle wird nur an ihn erinnert. Er war dann nach seinem Studium in Breslau, war er zunächst mal Rabbiner in Oppeln. Das ist eine Provinzstadt und dort entstand dieses, also von ihm selbst als sein Hauptwerk bezeichnetes Buch, wo er sich eben mit Tanakh auseinandersetzt. Nach Oppeln, also schon 1912, kommt er nach Berlin. Nach Oppeln war kurz noch in Düsseldorf, aber dann 1912 in Berlin. Und hier in Berlin wurde er zugleich Dozent an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Das ist, das Gebäude steht noch, da sitzt heute der Zentralrat drin. Und als Zentralratsgebäude nach der Wende eingerichtet wurde, gab es viele, die es beklagt haben, dass dann wieder, also zum Beispiel das Geiger-Kolleg, was dann erst später gegründet wurde, aber dass da nicht wieder eine jüdische Hochschule dann eingezogen ist. Aber das ist jetzt sozusagen nur eine Nebenlinie. Er war dann im Ersten Weltkrieg Feldrabbiner und wurde durch seine Publikation, vielleicht auch insbesondere durch diese, über die wir gleich sprechen werden, schon sehr berühmt. 1926 gehörte er zu den Gründern der World Union for Progressive Judaism, also der Weltunion für progressives Judentum. Die wurde in London, diese Union wurde in London gegründet und ist auch heute noch die weltweit größte jüdische Organisation, natürlich mit der europäischen Ableger und dem deutschen Ableger. Also man muss die alle zusammenzählen. Das ist sozusagen so ein Dachverband, der in der Zwischenzeit nicht nur in New York, sondern auch in Jerusalem ein Büro hat und in der Tat noch immer eigentlich die nicht-orthodoxe jüdische Welt in sehr starkem Maße koordiniert. 1928 fand dann die erste Weltkonferenz dieser World Union statt, und zwar hier in Berlin, interessanterweise im Herrenhaus, also was heute Bundesrat ist, das konnte man offenbar mieten. Und da fand das drin statt. Beck war dann sozusagen da im Vorstand, weil er zu den Gründungsmitgliedern gehörte, und wurde 1933 erster Präsident, der am Ende nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten gegründeten Reichsvertretung der deutschen Juden. So nannte sich das. Das war sozusagen eigentlich das, was heute der Zentralrat sein könnte. Diese Reichsvertretung wurde 1935 auf Druck der NSDAP in Reichsvereinigung benannt. Reichsvereinigung der deutschen Juden. Also das war sozusagen schon, ihnen wurde nicht mehr der Status zugebilligt, sich vertreten zu dürfen, sondern sie durften sich nur noch vereinigen. 1939 wurde dann diese Reichsvereinigung nochmal umbenannt, und zwar nicht mehr der deutschen Juden, sondern der Juden in Deutschland. Was sozusagen diesen Status der Juden als Deutsche sozusagen nochmal mit einem großen Fragezeichen versehen hat. Er selber war dann in seiner er wurde dann 1938 schon der Präsident dieser World Union for Progressive Judaism, weil der Gründungspräsident verstorben ist. Und er hat 1945, als er dann nach seiner Befreiung aus dem KZ in London eintraf,
hat er das wieder aufgenommen. Also man hat ihn sozusagen in der Position belassen. Natürlich gab es einen Vizepräsidenten, der das Geschäft geführt hat, aber er hat das wieder aufgenommen. Also er war der zweite Präsident dieser World Union, war in den 30er Jahren als Vorstandsmitglied dort und eben auch als Präsident mehrfach in London und in, auch in New York. Das waren immer Schiffspassagen. Und er hätte also leicht, hat seine Familie nach London gebracht, er hätte sich also leicht dieses Schicksal ersparen können, ins Konzentrationslager zu kommen. Aber er hat gesagt, also der Kapitän verlässt das sinkende Schiff als letzter und ist dann wieder zurückgekommen, hat sozusagen, wie er meinte, auch in diesem Schlussinterview, was er gegeben hat, seine Pflicht getan. Er wurde dann am 27. Februar 1943, das war kurz nach Stalingrad, in dieser sogenannten Fabrikaktion, verhaftet und nach Theresienstadt deportiert. In Theresienstadt gehörte er zum Ältestenrat, was ihm kritische Anmerkungen von verschiedener Seite eingebracht hat, aber er ist, denke ich, jemand, der über aller Kritik erhaben war. Er hat immer versucht, sozusagen zu helfen. Und ist dann also nach seiner Befreiung nach London gegangen und hat dort gelebt. Ja, also dieses Buch, Das Wesen des Judentums, ist schon eine sehr apologetische Schrift. Und er hat tatsächlich kurz nach Erscheinen des Hanaks Buch Wesen des Christentums zusammen mit Eschelbacher, das war ein anderer junger Rabbiner, umfänglich in einer Zeitschrift, nicht besonders stark rezipierten, aber immerhin doch wissenschaftlichen Zeitschrift, eine sehr ausführliche Kritik an Hanaks Wesen des Christentums gemacht. Und diese Kritik bezog sich eben darauf, dass Hanak das Judentum sozusagen als Vorstufe des Christentums bezeichnet hat. Also sozusagen das Christentum wäre die Fortführung des Judentums, das Judentum, gerade auch das moderne Judentum, hätte sozusagen keine ethische und keine, hauptsächlich keine kreative Verankerung sozusagen, sondern würde nur das Gesetz sozusagen wiedergeben und sich sozusagen darin verkapseln. Das war sozusagen etwas, was Beck sehr gestört hat, weil er das anders gesehen hat. Und wo er Kritik dann geübt hat. Man muss aber dazu sagen, er hat dagegen gesetzt, also dass das Judentum sehr wohl soziale und eine ethische Verantwortung für die Schöpfung und für die Welt und für die Beziehung zwischen Gott und den Menschen tragen würde. Aber sagen wir das, was sagen wir heute Gang und Stand der Dinge ist, nämlich, dass man sagen würde, dass die altisraelitische Opferreligion mit dem Untergang des Tempels die Vorstufe für beides gewesen ist, nämlich für das entstehende Christen oder für das Christentum und für das rabbinische Judentum, das in die Gegenwart führt, das war sozusagen eine Sicht, die er auch nicht gehabt hat. Das muss man an der Stelle so deutlich sagen. Also er hat versucht sozusagen gegen die Polemik Hanaks oder gegen die Charakterisierung Hanaks polemisch zu sagen, nein, wir haben all das, ist sozusagen auch ein Kern des Judentums, aber es ist sozusagen keine Religion, die einen Verfallsprozess Israels charakterisiert oder diesen Verfallsprozess ausdrückt. Und
sagt eben, dass das Wesen des Judentums zurückzuführen sei auf das Auftreten der Propheten, und die Propheten sozusagen wären diejenigen, die mit ihren Anklagen und mit ihrer Kritik an dem Opferkult und an vielem anderen sozusagen das moderne Judentum bestimmt hätten. Das mag so stimmen oder das mag so nicht stimmen. Der Kern der Sache, den er sozusagen verkennt, ist, dass das rabbinische Judentum diese Kritik ja auch aufgenommen hat und dass eben beides Tochter- oder Zwillingsreligionen, wie ich gestern Abend in einem anderen Vortrag von jemandem gehört habe, Zwillingsreligionen sind, die diese Kritik, die der Propheten aufgenommen haben, einmal mit der Figur Jesus von Nazareth und zum anderen durch die dann entwickelte Theologie. Also, ich zitiere mal aus dem Buch Leo Beck. Nur in Israel hat es einen ethischen Monotheismus gegeben, wo er späterhin andernwärts zu finden ist. Dort ist der mittelbar oder unmittelbar von Israel hergekommen. Also da würde ja keiner widersprechen, dass man eben sagt, diese altisraelitische Opferreligion hat den Monotheismus ganz wesentlich geprägt. Israel war damit eine Nation geworden, die einen Beruf zu erfüllen hat. Das ist es, was die Auserwählung Israels genannt wird, die Tatsache, dass diesem Volk seine besondere Stelle in der Welt zugewiesen war, dass es etwas vollbrachte, wodurch es sich von den anderen unterschied, ist damit bezeichnet. Es ist dem Genius der israelitischen Religion gemäß, dass dieser Partikularismus bald seinen bestimmten ethischen Ausdruck erhalten hat. Die gebotene nationale Exklusivität wurde zur Forderung der sittlichen Exklusivität gestaltet. Die Besonderheit der geschichtlichen Stellung als eine Besonderheit religiöser Pflichten erfasst. Also man erkennt schon sehr, sehr deutlich, er hat seine liebe Not, sozusagen die Dinge eigentlich zu erklären. Und das liegt an etwas, was nach meinem Dafürhalten über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte ein Denkfehler sozusagen in der jüdischen Theologie gewesen ist, nämlich auf die Kontinuität sozusagen zwischen der altisraelitischen Opferreligion und dem rabbinischen Judentum zu bestehen. Währenddessen, wenn man den Talmud sich genau anguckt, dann sieht man eben, dass die Rabbiner da was ganz anderes gemacht haben, als das, was sozusagen vorher da war. Also vorher gab es erstens eine Religion, die mit einem Opferkult gearbeitet hat, also mit Opfertieren und Tempeldienst. Sie war zweitens eine Religion, die auf einen Ort, nämlich Jerusalem, bezogen war. Also sozusagen eine nationale Dimension hatte. Und es war eine Religion, die sich sozusagen durch diese Zusammensetzung von Opferort und Stadt oder Opferort und Opferdienst sehr weit vom Wort entfernt hatte. Sie hat sozusagen der eigentliche Duktus des Gottesdienstes war auf einmal dieser Opfergottesdienst und nicht mehr so sehr der Wortgottesdienst. Und all das haben die Rabbiner ja mit einem Federstrich aufgehoben. Sie haben universalisiert, wie die Kirche auch. Sie haben das Opfer mal eben ersetzt durch den Kiddush oder durch das Lipservice, dadurch, dass sie sagen, wir erzählen noch von dem Opfer, aber wir machen es nicht mehr. Also es wird nur in der Erzählung gemacht. Und sozusagen an jedem Ort, wo 10 Jüdinnen und Juden sind, kann eine Gemeinde entstehen und eine Synagoge oder ein Versammlungsplatz kann überall sein. Und das ist natürlich eine totale Abkehr von dem, was vorher da
gewesen ist. Diese, sagen wir mal, diese Möglichkeit, das so zu herauszudestillieren, das war offenbar Beck nicht gegeben. Also er hat sozusagen diese Kontinuität noch sehr stark zur Grundlage seines Denkens gemacht und weniger gesehen, was da an sozusagen grundlegenden Neuerung geschehen ist. Und insofern ist also das Wesen des Judentums, so wie er das definiert, eben ein Wesen dieser Kontinuität von dieser Opferreligion in die Gegenwart. Also er sieht den Bruch nicht, er sieht nicht die Dinge, die sozusagen vollkommen neu dazugekommen sind. Und das ist, so würde ich jetzt erstmal sagen, einer der Hauptschwachpunkte seiner Argumentation. Was er sonst noch sagt, ist, und das muss man jetzt auch richtig einordnen, wir sind im Jahr 1905 und nicht im Jahr 1955 vielleicht oder so. Also er muss auch, er ordnet auch das Verhältnis zu Israel als dem Ort ein, also der entstehende Zionismus ist da und er ordnet das ein und er sagt, es gibt sozusagen das Verhältnis der Diaspora-Juden zu dem Land ist so wie eine Epilepsie. Das heißt, man kann sich zwar von dem Land maximal weit entfernen, aber das Land bleibt sozusagen ein Bezugspunkt. Und auch da hat er meiner Meinung nach schon übersehen, dass die Rabbiner, also der Talmud, ja sehr deutlich gesagt hat, die Synagogen sind nach Jerusalem ausgerichtet, aber eben nicht so, wie es der Islam macht, dass man tatsächlich auch mal guckt, also wo es von Berlin aus ist, das, was weiß ich, Süd-Südwest, irgendwie sowas. Also könnte man ja mit dem Kompass sehr schnell feststellen, sondern Synagogen sind weltweit immer geostet. Und ich kann ja lange nach Osten gehen, da komme ich vielleicht in Moskau an oder in Petersburg, aber nicht in Jerusalem. Es ist aber das Jerusalem des Himmels, nachdem es ausgerichtet ist. Und das Jerusalem des Himmels wird symbolisiert, von Jerusalem geht die Lehre aus, die Lehre ist Licht. Und das Licht, ex oriente lux, das Licht kommt von Osten. Das hat er sozusagen auch, das hätte er in diesem Wesen des Judentums sehr schön eigentlich abarbeiten können. Aber er hat, ja, er hat dazu Dinge gesagt, also die aber am Ende sozusagen nicht wirklich standhalten. Und so geht das, sagen wir mal, mit seinen Beobachtungen und diesem Buch weiter. Das, Klammer auf und Klammer zu, auch schwer zu lesen ist. Also das liegt daran, ich will mal noch so ein, da willst du noch mal was hören aus dem Buch, will da noch mal so ein, Ihnen noch ein Textbeispiel geben. Also, er schreibt, uns eint das jüdische Volk. In ihm lebt die jüdische Religion und das kulturelle Erbe. Alle Juden sind miteinander durch den am Sinai eingegangenen Bund mit Gott verbunden. Gott ging mit unseren Vorfahren eine besondere Beziehung ein. Das jüdische Volk nahm mit der Tora am Sinai eine besondere Verpflichtung für alle Zeiten an. Zeugen des Ewigen als Priestervolk, ein Vorbild und nur so Licht der Völker zu sein. Für uns als Nachkommen entsteht daraus die Verantwortung, Gott zu bezeugen, ihm verpflichtet zu sein und seinem Weg zu folgen. Okay. Ja, das ist schon ziemlich abstrakt immer alles. Und dann kann man sich eben auch vorstellen, dass diese Art von abstrakten Botschaften
so ein Stück verhallen. Also ich habe von ihm mal eine Predigt gelesen, da hat er gesagt, also es ginge nicht an, dass Juden zu einem Volk der Prediger würden, sondern sie müssten auch praktisch für ihre Mitmenschen Verantwortung übernehmen. Dann sagt man, schön, wie sieht das aus? Und das sind die Fragen, die am Ende in diesem Buch und auch in allen seinen anderen Schriften offen bleiben. Es gibt dann in den Ende der 20er Jahre so ein Sammelwerk, wo unterschiedliche Rabbiner seine Thesen alle nochmal abarbeiten, auch das Verhältnis zum Christentum nochmal genau versuchen einzuordnen und zu bestimmen. Aber auch das bleibt, man merkt, da ist viel Wille dabei, sich damit auseinanderzusetzen, aber es gelingt am Ende eben nicht. Und insofern ist dieses Wesen des Judentums ein Buch, das also allen Studierenden der Judaistik und allen Rabbinatsstudenten immer empfohlen wird, sie müssten es lesen. Und wenn man es denen dann aufgibt und darüber sprechen will, dann gucken die einen mit großen Augen an und sagen, ja, und was jetzt? Ja, und was jetzt? Das ist sozusagen der Punkt. Es ist eine großartige Theorie, es ist eine großartige Replik auf die so von mir jetzt eben vielleicht auch ein bisschen holzschnittartig zusammengefasste Kritik von Harnack. Es ist das große Bemühen, die Dinge sozusagen in auch philosophische Sätze zu gießen, aber es bleibt abstrakt. Vielleicht will ich an dieser Stelle einfach mal anhalten und wir kommen vielleicht ins Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Möchtest du schon Fragen stellen oder? Ja, also ich finde es interessant. Ich habe mich jetzt damit befasst, weil es jetzt Thema ist und auch mit dem Werk, worauf das die Antwort ist, nämlich Wesen des Christentums von Harnack. Und jetzt wird es in der Folge, damals um 1900, aber noch viel stärker nach dem Zweiten Weltkrieg, werden, wenn das eine besprochen wird, das andere immer gleich mitbesprochen. Und die christliche Rezeption dieses Werkes klingt ganz anders, als du es jetzt vorgestellt hast. Da wird nämlich immer sehr stark darauf abgehoben, dass sie sozusagen sehr in apologetisch-polemischer Weise sozusagen das gegeneinander gestellt haben. Also Harnack, der versucht hat, sozusagen zu zeigen, dass die Religion rund um Jesus, er hat es versucht, auf Jesus zurückzuführen und da den Kern des Christentums zu entdecken, im Evangelium, aber vor allen Dingen in der Person Jesu. Und als Negativfolie, von der sich dieses Neue als positiv und Fortschritt abhebt, hat er sozusagen das Jüdische beschrieben, insbesondere das Pharisäertum. Und in der Antwort von Leo Beck, so wird es jedenfalls in christlichen Texten oft beschrieben, im Wesen des Judentums ist es genau, sei es genau umgekehrt, nämlich Beck versucht zu zeigen, dass es keine Negativfolie ist, sondern dass Jesus da voll reingehört in dieses pharisäische Judentum, dass er quasi Pharisäer und Rabbiner war. Der Rabbiner Jesus, der durch und durch Jude war, der als Jude geboren ist und als Jude gestorben wurde, der also versucht zu zeigen, dass gerade die Evangelien, da hat er dann extra nochmal ein Buch dazu geschrieben, das Evangelium als Urkunde des jüdischen Lebens oder so ähnlich, dass gerade das Evangelium zeigt, das jüdische Leben pur und alles, was daran nicht jüdisch ist im Evangelium, das ist sozusagen nachträglich und kann eigentlich weg. Also er hat sozusagen nochmal das Gegenmodell eröffnet. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du dazu noch was sagen kannst, zu diesem Mitringen um die Person Jesu in diesen beiden Werken. Also ich würde mal sagen, hier ist es eigentlich mehr sozusagen der Punkt, das Judentum positiv zu fassen. Das Christentum kommt ja immer wieder mal drin vor, aber es ist nicht der Punkt. Aber dieses Buch aus den 50er Jahren, das ist sein letztes Werk, glaube ich, gewesen, über die Evangelien, wo er diese ganze pharisäische Landschaft sozusagen beschreibt und Jesus eigentlich als Pharisäer
Das ist ja sozusagen sein Spätwerk gewesen, aber wie ich vorhin gesagt habe, er sieht das eigentlich alles zusammen. Und insofern sind die Rezensenten, die das jetzt also immer wieder alles in einem sehen, sind schon ganz, das kann man so sehen, er sieht sein ganzes Lebenswerk, ist die Auseinandersetzung mit dem Christentum. In dem Sinne, also ihn hat zum Beispiel ja ungeheuer geärgert, dass die Vorlesungen, das waren ja ursprünglich Vorlesungen von Harnack, dass sie für die Hörer aller Fakultäten da waren. Also sozusagen die große Sorge der Juden zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ja diese große Konversionswelle ins Christentum hinein. Und man dachte sozusagen, das sind sozusagen Missionsgründe, die da eine Rolle spielen und die Leute werden davon überzeugt. Daher kommt auch diese gesamte Polemik. Seine erste Reaktion also auf dieses Wesen des Christentums war schon 1901. Also das erscheint erst 1905. Er hat, glaube ich, eine der ersten Rezensionen überhaupt zu diesem Christentum, also Wesen des Christentums geschrieben. Er und Eschelberger, das waren die beiden, die das gemacht haben. Der Eschelberger hat sogar noch ein Buch geschrieben, wo er sich mit dem Wesen des Christentums auseinandersetzt. Also das hat damals eine große Rolle gespielt. Ich will an dieser Stelle vielleicht noch einen kleinen Hinweis geben. Walter Homolka hat ja eine zwar kleine, aber schöne Biografie von Leo Beck geschrieben. Und da kommt drin vor, dass obwohl die beiden örtlich nicht weit voneinander gewirkt haben, nämlich der eine an der Berliner Universität, der andere, da, was heute Tucholsky-Straße ist, was damals Artilleriestraße war, in der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Beide haben sich offenbar nie getroffen. Die haben nie miteinander gesprochen. Und überliefert ist nur ein Brief, den Beck an die dann Witwe Harnack schreibt, als der Harnack gestorben ist und er dazu kondoliert und dann auch nochmal zum Ausdruck bringt, dass er ihn wohl doch geschätzt hätte. Aber alleine aus diesem Brief kann man so ein Stück ersehen, bezieht sich also auf kein Treffen und auf nichts. Das hat es offenbar nicht gegeben. Und das ist, sagen wir mal, denke ich, auch der große Unterschied zu der Situation zwischen Judentum und Christentum vor der Shoah und nach der Shoah, dass dieser ausgebliebene Dialog dann doch eben zustande gekommen ist. Und ich habe das hier mal mitgebracht. Ich habe das Buch schon mal vorgestellt, vor vielen Jahren. Und da gab es, das habe ich damals mit Friedrich Wilhelm Marquardt gemacht. Friedrich Wilhelm Marquardt war ein evangelischer Theologe, der Nachfolger von Gollwitzer an der Freien Universität in einem evangelischen Seminar. Und mit dem habe ich einen Vortrag zusammen gemacht, Adolf von Harnack und Leo Beck, das Schweigen der Christen und der jüdische Abwehrkampf. Und das, allein schon dieser Titel, natürlich der jüdische Abwehrkampf, man könnte also auch über dieses Wesen des Judentums drüber schreiben, es ist der jüdische Abwehrkampf, und zwar in diesem Fall nicht gegen Antisemitismus, sondern vielleicht in Wirklichkeit gegen die Judenmission, vielleicht aber auch nur für eine gefühlte Judenmission, die gar nicht stattgefunden hat, wo man meinte, man müsste mit Argumenten sozusagen die Religionen gegeneinander ins Feld führen. Ja, ich würde gerne auch eine Frage stellen. Als ich einiges über Leo Beck gelesen habe, fiel mir ein anatolisches Zitat ein, und zwar, da heißt es, von der Wiege ins Grab lernen. Also die Lernmotivation, dass man eigentlich das ganze Leben als ein Lernprozess, also als eine Schülerschaft versteht. Und von ihm habe ich gelesen, dass er das Judentum, das gesamte Judentum als Lerngemeinschaft versteht und das Lernen etwas, was unabschließbar ist. Ob du vielleicht dazu uns was erzählen könntest? Ja, ich glaube, dass erstmal er hat für die Lehrerausbildung, auch für die Rabbinerausbildung, aber insbesondere für die Religionslehrerausbildung
sehr viel gemacht und war der Meinung, dass Lehren, also Unterrichten, ein ungeheuer kreativer Prozess wäre und dass ein Lehrer sozusagen, wie er einen Schüler formen kann, die gleiche Macht hätte wie ein Künstler, der eine Skulptur formt oder ein Bild malt oder ein Buch schreibt. Also er hat dem Lehren eine extrem hohe Bedeutung beigemessen und hat das auch selber sein Leben lang gemacht, mal mindestens in dem Sinne gemacht, dass er weitere Lehrer, egal jetzt ob als Rabbiner oder als Religionslehrer, ausgebildet hat. Das war für ihn eine sehr wichtige Sache. Und also Peter Levinson, einer der Nachkriegsrabbiner hier in Berlin, der noch bei ihm an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums gehört hat, dann aber es noch geschafft hat, rauszukommen und in Cincinnati dann ordiniert wurde und dann nach Berlin zurückkam, erzählte von seiner ersten Probepredigt, die er da abliefern musste, an der Hochschule noch. Und Leo Beck ihm gesagt hat, lieber junger Freund, Sie müssen nicht Ihr ganzes Wissen in der ersten Predigt. und das ist eben so, also sagen wir, dass man hört das von in vielen, oder man kann das in vielen Memoiren lesen, er hat sich um seine einzelnen Schüler sehr gekümmert. Also er war nicht jemand, der jetzt da nur seine Bücher geschrieben hat oder irgendwo in irgendwelchen Gremien rumhuckte, sondern er war schon jemand, der offenbar sehr dicht an den Leuten dran war. Also, und ja, ich sage ja immer, Judentum ist lebenslanges Lernen. Das ist natürlich von Leo Beck abgeleitet, der das so gesagt hat. Und das ist ja auch, sagen wir mal, Talmud kommt von Lamad, also der Begriff, sozusagen das wichtigste Buch des rabbinischen Judentums, ist ein Buch, das man lernen soll, also wo man daraus lernen soll. Und nicht umsonst heißen im jiddischen Synagogen Schul, also im Sinne von Schule, weil es nicht nur ums Beten geht, sondern es ist eben Bet- und Lehrhaus. Ja. Es ist eben sozusagen etwas, wo Lehren und Lernen eine große Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, im Judentum einfach so. Also wer aufhört zu lernen, der hört eigentlich auf zu leben. Das ist fast so. Also ich erinnere mich noch wirklich an den letzten 2, 3 Lebenstagen, die der Rabbiner Stein, das ist einer meiner Vorgänger, gehabt hat. Ich besuchte ihn. Und er stellte mir sofort Fragen, die am Ende irgendeine Schriftstelle betrafen. Und sagen wir mal, selbst in dieser Situation, wo er kein Buch mehr in die Hand nehmen konnte, hat er sich irgendwie mit theologischen Fragen beschäftigt. Vielleicht hat er nicht mehr gelernt, aber er hat versucht, noch sozusagen Gedanken in diese Richtung zu versuchen. Also das ist, denke ich, schon etwas, was Leo Beck auszeichnet. Und er hat Franz Rosenzweig zum Beispiel, der nicht ordiniert war, der hätte ordiniert sein können, aber er ist nicht ordiniert, ein jüdischer Theologe des 20. Jahrhunderts, Stern der Erlösung, großartiges Buch geschrieben hat, dem hat er den Titel Moreno, also unseren Lehrer, gegeben. Also weil er der Meinung war, dass Lehren und Lernen sozusagen ganz existenzielle Punkte sind. Wenn ihr mir erlaubt, möchte ich bei dem Thema noch mal ganz kurz bleiben. Und zwar bin ich über eine Beschreibung gestolpert, und zwar eine dynamisch lebendige Religion. Also in diesem Kontext des Lernens bin ich auch über diese Begrifflichkeiten dann gestolpert. Und ich musste an ein Gespräch mit dir mich erinnern, weil in der islamischen Tradition gibt es auch, die Gelehrten haben zu einer gewissen Zeit die Frage gestellt, ja, hat man jetzt alles Wissen ausgeschöpft? Weiß man alles Religiöse?
sind die Tore des Ijtihad jetzt geschlossen. Also Ijtihad, die Anstrengung, die Bemühung, quasi ja, Neues zu erkennen. Und da hatten wir über unterschiedliche jüdische Traditionen gesprochen, wo manche an einem Punkt alles stagnieren lassen, andere wiederum versuchen, die Religion immer lebendig zu halten. Ja, also ich glaube, sagen wir mal, das könnte man aus dem Buch auf alle Fälle herauslesen, dass er sozusagen versucht, das Dynamische in den Schriften der Propheten insbesondere sozusagen abzuleiten. Und ich glaube, so hat er auch, also wenn ich das richtig sehe, ich habe ein paar Predigten von ihm mal gelesen, so hat er auch gepredigt. Also er hat versucht, das sozusagen zu dynamisieren und in seine Gegenwart zu transformieren. Also das Wesen ist für ihn nichts Statisches. Für ihn nichts Statisches, nein. Ich hatte hier noch ein schönes Zitat. Also die Religion der Wissenden und die der Unwissenden sollte im Dogma eine werden. Im Judentum war dieses Verbindende die Forderung des religiösen Handelns. Sie erging von vornherein an alle, an die Großen wie die Kleinen und forderte von ihnen das Gleiche. Sie wollten das Reich von Priestern und das heilige Volk schaffen. Ihr Raum und auch ihr Eifer dehnten sich so weit aus, dass für eine Dogmatik wenig oder nichts mehr übrig blieb. Also er ist schon sozusagen immer daran, die Dinge eigentlich praktisch zu machen, aber dann bleibt die Sprache so hölzern und weit entfernt. Ja, also das ist schon erstaunlich. Und das kann man in allen seinen Schriften so lesen. Hast du noch vielleicht Kommentare? Ja, aber es finde ich interessant, dass er eben auch sozusagen sagt, es ist kein Dogma, es wird eben nichts als Lehre festgeschrieben, als ewig gültige. Das sagt Herr Harnack auch. Also die waren sich in manchen Dingen so ähnlich und dann haben sie aber trotzdem über ihre Schriften so ein bisschen versucht, miteinander zu ringen. Und oder Homolka sagt ja auch in seinem Buch, finde ich auch eigentlich ganz schön, dass die im Grunde den christlich-jüdischen Dialog auf die Schiene gebracht haben, in virtueller Weise, ohne direkt miteinander gesprochen zu haben. Ohne miteinander zu sprechen. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch wirklich der große Unterschied vor und nach dem Zweiten Weltkrieg oder der Shoah. Die haben das gemacht und sind sich nie begegnet. Die waren weit entfernt, obwohl es nicht weit war. Der war eben nie an der Humboldt-Uni oder die hieß ja damals Friedrich-Wilhelm-Universität. Und der andere war nicht in der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Und ganz anders nach dem Krieg. Da ging es eben viel mehr um die persönliche Begegnung und das Gespräch über die Dinge. Also vielleicht haben die es virtuell begonnen, was wir heute versuchen fortzuführen. Ja, aber eben in einer abstrakten Weise. Ja, sehr abstrakt. Sehr abstrakt. Na, da versuchen wir es in die Praxis umzusetzen, zu leben, zu beleben. Wollen wir die Runde öffnen? Wenn Sie Kommentare haben, Fragen haben, haben Sie jetzt die Gelegenheit. Ansonsten werden wir da jetzt nicht Halt machen. Also ich habe da schon eine ganz lange Liste, die ich nicht alle abarbeiten möchte. Die kann ich jederzeit Andreas nachher mal stellen. Ich könnte, also wenn Sie mir dann erlauben, auch noch auf einen Punkt hinweisen, was mir aufgefallen ist. Also diese Doppelseitigkeit, also die Diesseitigkeit und die Gottzugewandtheit. Also dass er sich jetzt nicht nur zurückzieht, nur eine Gottzugewandtheit eigentlich predigt oder auch jetzt nicht nur eine Weltoffenheit, wo er genau Gott oder jetzt die Gottesdienste vor Augen aus den Augen verliert. Also diese Ausgewogenheit steht ja eigentlich auch für diese Ausgewogenheit zwischen beiden Seiten. Naja, ich würde mal so sagen, er war ja also auch
Gemeinderabbiner. Mhm. Und er hat zum Beispiel meine Großmutter beerdigt. Steht in den Unterlagen vom Friedhof, sonst wüsste ich das auch nicht. Also meine Mutter hätte sich vielleicht nicht daran erinnert, oder vielleicht hätte sich auch daran erinnert, wenn ich sie danach gefragt hätte. Also der war auch, er war eben nicht so ein abgehobener Wissenschaftler, obwohl er es auch war, also Wissenschaftler war er auch, aber er war nicht, sondern er war ziemlich geerdet in seiner Gemeinde, so wie ich das gelesen habe, hätte der tatsächlich jede Woche gepredigt, und zwar Freitagabend und Samstag früh und zu allen Feiertagen. Und hat, wie man sieht, also das war nicht die einzige Beerdigung. Ich habe da einfach mal geguckt. Unter anderem diese Beerdigungszettel sind da einmal chronologisch abgelegt. Also wenn man weiß, wann jemand gestorben ist, und das steht auf dem Grabstein drauf, kann man nachgucken. Und dann sieht man, dass der an dem Tag noch zwei weitere Beerdigungen gemacht hat. Das ist ja schon was. Muss man einfach mal so sagen. Für so einen Gelehrten, der eben auch Bücher publiziert. Also, wie das so alles ist, ich glaube schon, dass es in sich selbst ein geerdeter Mensch gewesen ist. Und er soll ja auch sehr bescheiden gewesen sein und ein bescheidenes Leben geführt haben. Also insofern, sagen wir mal, hat man beides. Man hat den Gelehrten, man hat den Gemeinderabbiner, man hat den Funktionär, also der eben auch war. Und das ist schon irgendwie eine besondere Gestalt, das muss man einfach mal so sagen. Und das Buch, das gibt es ja noch immer zu kaufen. Also es ist trotz dieser merkwürdigen Sprache und dieser etwas abstrakten Art und Weise, wie er da mit den Dingen umgeht, es ist schon so, dass man sagen kann, man kann dieses liberale Judentum des 20. Jahrhunderts ohne seinen Ansatz eigentlich nicht verstehen. Ich glaube schon, dass man das sagen kann. Klar, er ist 1956 dann schon gestorben und wir sind jetzt heute etliche Jahrzehnte weiter. Da hat sich in der Zwischenzeit viel getan. Aber es ist schon so, er ist ein wichtiger Mann. Und ich will nur mal eine Formulierung, damit man auch die Sprache der Generation vor ihm. Also da geht es jetzt um die Frage, wie man mit Dingen, mit Umarmen und mit aufeinander zugehen, umgehen soll. Und da kann man sich vorstellen, so ein Buch, das 1870 erscheint, dann ist es eben auch von Küssen und auch den Schein von all diesem sollst du meiden. Also dass man sozusagen andere Menschen in der Öffentlichkeit oder so umarmen würde oder so. Und diese Art von auch sehr in bürgerlichen Kategorien behafteten theologischen Überlegungen, die prägt also in dem Sinne ihn auch. Er würde das so nicht schreiben, aber man merkt, das ist die Generation davor, die noch in sehr engen Zirkeln und sehr abgeschieden von der Welt Religion in ein Ghetto der Synagoge gesperrt hat. Also so eine offene Form, wie das heute ist, die wäre damals nicht denkbar gewesen. Mich interessiert noch die Frage, die er hat ja versucht, diesen Topos Erwählung Israel oder heiliges Land oder gelobtes Volk oder gelobtes Land sozusagen für seine Zeit zu beschreiben, was damit gemeint ist. Und du hast vorhin gesagt, er nennt es Beruf Israels und
Kreuz oder sagt, es geht nicht, die Besonderheit liegt vor allen Dingen darin, dass die ihre ethischen Pflichten besonders gut erfüllt als Vorbild für die Völker. Würde man es heute auch noch so sagen oder gab es danach dann noch eine Entwicklung? Gab es noch mal eine Veränderung der Beschreibung erwähltes Volk? Naja, also das ist, also wenn man das Gebetbuch von, das jetzt nicht von Leo Beck verfasst wurde, aber von seiner Generation, das Aubsche Gebetbuch für die neue Synagoge in der Oranienburger Straße, wenn man es in die Hand nimmt, da ist dann die Kiddusha, die Heiligung, da geht es dann so, und Israel, dass er, also Gott, als Priester gesandt, es trug sein, also Gottes Panier durch Völker und Land, und wo es geweidet, an jeglichem Ort, erschallet zum Lobe des Herrn sein Wort. So, also das ist, glaube ich, das, was er jetzt nicht in Reim, aber was er sagt, also Israel sozusagen ist unter den Völkern, um die Botschaft hier, wie er gesagt hätte, von Horeb, vom Berg Sinai zu vertreten. Und das ist natürlich, ein Anspruch, dem kann man nur scheitern. Also das wird nicht funktionieren. Und das ist natürlich ein Teil dieser Tragik, auch der Begrenztheit dieser Bücher. Und das ist natürlich heute alles nicht mehr so, sondern heute sagt man, naja, wir sind Juden, aber dagegen gibt es Muslime, daneben gibt es Christen, daneben gibt es andere Wege zu Gott, also viele Wege führen zu Gott. Und die stehen sozusagen gleichberechtigt nebeneinander. Das, glaube ich, wäre Leo Beck so nicht über die Lippen gekommen. Und das muss man einfach sehen. Das, sind wir vielleicht ein oder zwei Generationen oder vielleicht auch drei Generationen weiter. Und insofern ist, sagen wir mal, diese Theologie des frühen 20., oder das ist ja spätes 19. Jahrhundert, 1905 erschienen, also das ist ja eigentlich noch 19. Jahrhundert, das ist einfach überholt. Und nicht nur von der Sprache, sondern auch von den Konsequenzen, die das bedeutet. Wir hatten eine Meldung. Ja, also mir ist doch noch eine Frage. Vielleicht ganz kurz, bis Sie ein Mikro haben. Ja, vielen Dank erstmal für die Präsentation. Für mich ist das sozusagen das Entree hier in dieses Buch überhaupt. Ich habe es noch nicht gelesen und habe gedacht, ich höre erstmal so allgemein. Vielleicht kann ich mir da ja schon mal ein bisschen was rausziehen und dann mit dem speziellen Blick drauf schauen im Buch. Aber ich stelle mir jetzt überhaupt jetzt zuerst mal die Frage, warum dieses Buch so eine bestimmte Bedeutung erlangt hat. Muss man das vielleicht in den speziellen historischen Kontext irgendwie stellen, oder auch welchen Beitrag dieses Buch vielleicht für die Schärfung der jüdischen Identität erbracht hat. Ich weiß es nicht, ob das der Fall ist. Ich frage mich halt, warum dieses Buch so eine bestimmte Berühmtheit dann auch erlangt hat. Ja? Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen näher ausführen. Na, ich glaube, es ist der letzte Versuch, den ich kenne, mal das Wesen des Judentums zu bestimmen. Es gibt danach keinen, der Titel könnte ja anders heißen. Es gibt dann immer nur einzelne Aspekte, die herausgestellt werden. Also er ist der Letzte, der nochmal so einen großen Wurf macht. Und deshalb in den theologischen Seminaren spielt das Buch auch immer noch eine große Rolle. Und ich gehe mal davon aus, dass bei der Hanak das ganz ähnlich ist. Also ich glaube auch das Hanak-Buch, das ist ja auch, also wenn wir das nächste Mal ja sehen, auch in der Sprache und in vielen eher ein Produkt des 19. Jahrhunderts als des 20. Aber es gibt auch, glaube ich, auch da heute noch Auflagen. Es wird immer noch gedruckt. Und ich glaube, das ist ein Teil der Problematik, dass im gegenwärtigen zur Zeit weder in Amerika noch in Israel noch in Europa es einen jüdischen Gelehrten gäbe, der die Kraft hätte, mal wie das so eine
zusammenfassende Sicht zu machen, also kleine Aufsätzchen zu diesem und zu jenem und zu noch was, das findet man zuhauf. Und hier noch eine Idee und da noch eine Idee und so. Und das ist ja vielleicht auch ein Ausdruck der veränderten Zeit. Also, dass wir heute eine große Zahl von Fachleuten haben, aber sozusagen solche, ich glaube, für seine Zeit kann man das sagen, Lichtgestalten, die sind nicht mehr da. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Also jedenfalls, ich beim Christentum will ich das nicht, kann ich das nicht behaupten, beim Islam soll ich es auch nicht behaupten, also weil ich dann gar nicht genug nicht das Recht habe. Aber fürs Judentum könnte man das so sagen. Du hast ja mal mit zwei anderen einen Versuch gemacht, wie es vielleicht für die heutige Zeit geht. Also Basiswissen Judentum ist ja also ein dicker Wälzer, wo er versucht, da fragt er am Anfang gleich im ersten Kapitel, wer ist Jude? Also ihr versucht auch nochmal die Frage nach der Identität zu stellen, um, wenn ich mich recht erinnere, zu sagen, man kann die eigentlich nicht mehr beantworten, weil es so vielfältig geworden ist. Ne? Ja, naja, das ist ja eben genau der Punkt. Also heute, es gibt viele Fachleute, es gibt viele Sichten, es gibt viele Facetten. Das Bild des Judentums und des Christentums, das ist Islam wahrscheinlich auch, ist viel bunter geworden, als es jemals war. Und als das Wesen des Judentums, du gute Güte, wer sollte das schreiben? Und man muss zu dem dicken Buch da ja auch sagen, also wir drei, die wir da als Autoren draufstehen, haben uns 7 Jahre darum geprügelt. Also das waren sehr schwierige Diskussionen. Und das ist, sagen wir mal, eine extrem schwierige Sache, die Dinge nochmal auf den Punkt zu bringen. Ich will aber mal eins sagen, ich glaube nicht, dass das nur in der Religionswissenschaft oder in der Judaistik oder wie auch immer in der Theologie oder so ist. Also ich habe ja dann nochmal, als ich aus der Topografie ausgeschieden bin, diese 12 Jahre, 3 Monate, 8 Tage, also das Dritte Reich, versucht zwischen 2 Buchdeckeln zu beschreiben. Und da ist mir natürlich aufgefallen, als ich anfing zu studieren, an Anfang der 70er Jahre, da gab es vielleicht so ein Regal wie da hinten mit Literatur zum Dritten Reich. Vielleicht war es ein bisschen mehr, aber viel mehr war es nicht. Heute Bibliotheken, 20.000, 30.000, also jedes Jahr erscheinen alleine 800 Titel. Das 800 Titel, die jetzt irgendwie zusammengestellt werden, wahrscheinlich sind es auch in Wirklichkeit viel mehr. Also es ist ein Teil unserer gegenwärtigen Situation, dass alles sehr detailliert beschrieben wird. Und wahrscheinlich kommt die nächste Generation und wird wieder mal die Dinge synthetisieren und zusammenfassen. Das ist etwas zu hoffen. Sie haben sich, glaube ich, das war das Gleiche, was Sie dann gesagt haben. Es ging um diese Vielheit und um, ja, kurz noch vielleicht eins noch dazu. Sie hatten vorhin gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass es er versucht hat, so eine Kontinuität darzustellen, während es doch eigentlich eher so auch Brüche oder Einbruch, hatten Sie erwähnt, gesagt. Und den Versuch, eine Kontinuität darzustellen, der passt ja dazu, dem Versuch, eine Einheit darzustellen. Und das wäre jetzt eben eher eine Zeit, bei der tatsächlich mehr die Vielheit dargestellt wird und auch die Brüche mal gesagt werden. Das war so die Vorstellung von mir. Ob man so etwas sagen kann, dass in der jüdischen Theologie tatsächlich jetzt mehr so auch da Brüche beschrieben werden. Ob Sie dazu was dazu sagen? Ja, also es gibt einen Rabbiner Franklin, der hat das ganz gut beschrieben. Der hat gesagt, also es gibt man soll sich ein Quadrat vorstellen. Die oberste Linie des Quadrats ist von der Schaffung der Welt bis zu den Patriarchen oder so, also Abraham, Isaac, Jakob. Dann kommt sozusagen der Auszug aus Ägypten, Moses als erster Prophet und dann die anderen Propheten hinterher, das ist die zweite Linie. Und dann kommt sozusagen diese Zeit mit unten als Basislinie, wo der Tempel da in Jerusalem stand und dieser ganze Opferkult, das sich sozusagen alles etabliert hat und sich zentralisierte.
Und das vierte Quadrat ist dann der Talmud und das, sagen wir, rabbinische Judentum, was dann entsteht. Und das ist sozusagen die Basis, auf der dann alles andere irgendwie aufbaut. Und auf, das hätte früher, vor 100 Jahren, niemand so beschrieben. Aber es zeigt sozusagen, wir denken heute in Schubladen, wir denken heute in Strecken, die von hier nach da führen und die sozusagen uns die Möglichkeit geben, die Dinge einzuordnen, historisch einzuordnen und so weiter und so fort. Und ja, das ist, sagen wir mal, ein Kennzeichen unserer Zeit, würde ich einfach mal sagen. Und das führt vielleicht auch zu mehr Pluralität und zu einem bunteren Bild. Also das ist wahrscheinlich so. Und insofern ist es dann auch nicht schade, dass es solche Bücher dann eben nicht gibt. Das ist vielleicht dann auch verzichtbar, wenn der Preis Konformität wäre, ist es vielleicht Ich habe noch ein schönes Zitat von Beck aus unserer Charta vom House of One. Da ist es ist ja breit zitiert. Also das ist sozusagen die Hausordnung des künftigen House of One und die Grundlage der Stiftungsgründung. Charta für ein Miteinander von Judentum, Christentum und Islam. Stehen verschiedene Punkte drin, unter anderem ein Beck-Zitat. Und ich glaube, es ist aus einer seiner letzten Schriften, auch 56, hat er nochmal einen Aufsatz geschrieben und hat Licht, ganz Lichtgestalt, wie er es schon vorausgesehen, dass der christlich-jüdische Dialog auch noch um die islamischen erweitert werden muss. Ah ja, das kenne ich, ne? Das Zitat. Kennst du auch? Und da sagt er, Menschen und Völker und Bekenntnisse werden geschieden bleiben, werden in ihrer Besonderheit weiterleben, aber sie werden wissen, dass sie zusammengehören, Teile der einen Menschheit sind, zusammenleben sollen auf dieser einen Erde, einander sehend, einander verstehend und, wenn es Not ist, einander helfend. Leo Beck. Ja, das ist eins seiner letzten Schriften, ist in diese Richtung gegangen. Und er hat am Ende seines Lebens ja nochmal versucht, alles zusammenzufassen. Und das ist, denke ich, einer der Dinge. Und das ist, sagen wir mal, vielleicht ja auch nochmal eine interessante Überlegung, ein Leo Beck-Lesebuch zu machen, wo man tatsächlich die Zitate, wo man das einfach wie so ein, ja, wo man die Mosaiksteine zu einem neuen Bild zusammenfügt. Und kleiner Werbeblock, in einem Monat, wieder an diesem Ort, Dienstag 18.30 Uhr, das Wesen des Christentums, ist auch die erste Ausgabe nach dem Krieg. Vor dem Krieg gab es unendlich viele Auflagen von Adolf von Harnack. Das war sozusagen aus einer Vorlesung entstanden um 1900. Darauf war das die Replik. Und dann Roland Stolte, der ist ja Direktor unserer Stiftung, der wollte eigentlich heute mit dabei sein und sozusagen nochmal einen säkularen Blick auf das Ganze einspeisen. Der hat jetzt mir noch gesagt, dass er, wenn er dran ist, vorstellen wird, das Wesen des Christentums von Ludwig Feuerbach. Das liegt noch davor und es ist auch hochspannend. Wir gehen also chronologisch rückwärts. Ludwig Feuerbach hat ja da seine ganze Kritik an den Religionen und dass es Projektionen der Menschen sind, in sein Werk gepackt, in das Wesen des Christentums, so heißt es auch. Und es wird dann hier vorgestellt. Ich glaube, es ist auch sehr spannend. Ist auch deshalb spannend, weil dieses Buch von Feuerbach scheinbar auch eine Rolle gespielt hat für das Zweite, was du vorstellen wirst, für Ich und Du von Martin Buber. Das ist im Juni, glaube ich, dran. Also wir werden es bald auf die Webseite stellen, die Reihenfolge. Und dann von Nursi werden wir auch noch hören, einem muslimischen Theologen. Also es bleibt spannend. Herzliche Einladung. Schön. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für den Vortrag, für die Diskussion und auch nochmal die Perspektive. Sie haben sich gemeldet, vielleicht ein letztes Wort und dann wollen wir schon abschließen. Nein, ich wollte klatschen. Ach so, Sie wollten klatschen. Na, dann passt es. Gut. Danke.